Moin und herzlich willkommen zu Federstil und Tintenklecks. Mein Name ist Janne. Ich bin Sebastian und wir zeigen euch heute die neuen Neontinten von Octopus. Das gibt 6 Farben, ganz neu auf dem Markt. Pigmenttinten und die wurden uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Octopus Fluids, damit wir euch die mal auf dem Papier swatchen, zeigen. Wir stellen euch die vor. Wir machen alles damit. Total verrückte Sachen. Bleibt dran. Wir sehen uns. Der Härtetest. Genau. Wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß. Hier haben wir unsere Neontinten von Octopus. Das sind 6 Stück, hatten wir euch ja schon gesagt. Das ist einmal Neonrot, Neonorange, Neongelb, Neongrün, Neonviolett und Neonpink. Schnell kann ich nicht zeigen. Wir zeigen das ja gleich nochmal ausgepackt. Deswegen habe ich das noch schnell im Durchmarsch gemacht. So sehen die Packungen aus. Schwarz gehalten mit dem Etikett, was so ein bisschen durchschimmert durch dieses Sichtfenster vorne. Hinten ist die Adresse drauf. Und vorne seht ihr nur einen ganz kleinen Ausschnitt, welche Farbe das tatsächlich ist. Also man hat nicht viel Farbe auf dem ersten Blick zu sehen. Wir packen euch das mal schnell aus. Wir haben jetzt einmal mal farblich dazu die Textmarker dazu gelegt. Die brauchen wir gleich nochmal. Zeigen wir euch nochmal im Vergleich mit den Farben. Jetzt packen wir erstmal die Tinten alle aus und wir sehen uns gleich wieder. Tada! Da sind sie ausgepackt. Und jetzt kann man schon langsam erahnen, worum es jetzt wirklich geht. Es sind wirklich Neontinten und die knallen mal so richtig. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so richtig rüberkommt. Janne hat sie jetzt vor sich liegen und zeigt die mal an die Kamera, so der einzelne Tinte von links nach rechts durch. Das ist alles Pigmenttinte. Jetzt muss ich mal schnell hier gucken. Da gab es auch ein kleines Infoblättchen zu, das habe ich mir mal ausgedruckt. Und zwar ist das jetzt hier Neonrot. Und Neonrot sieht eher so aus wie Orange, würde ich sagen. Dann bin ich nachher gespannt, wie das auf dem Papier aussieht. Wir können ja mal das Neonorange daneben halten, weil dann sieht es rot aus. Genau. In der Kamera nicht, aber in echt. Im Vergleich sieht man es dann wieder. Ne? Also das ist Neonrot. Diana hatte schon Neonorange in der Hand. Das ist dann auch wirklich orange, so wie man das vom Textmarker kennt. Also es sind alles so Textmarker-Tinten, alles fluoreszierende Tinten. Auch wieder... Fluoreszierend? Ja, so heißt es. Das sind Pigmenttinten, dokumentenecht, lichtecht, wasserfest und vegan. Genau die gleichen Eigenschaften wie von den Write-and-Draw-Tinten, die auch pigmentbasiert sind. Hier ist die gelbe, Neongelb. Die sieht voll buttergelb in der Kamera aus. Ja. In echt knallt die so richtig ordentlich rein. Dann hatten wir noch als Neon eine grüne, ne? Ja. Neongrün. Giftgrün. Genau. Dann war noch lila, also violett. Und pink. Halt mal pink neben das Violett, damit man vielleicht mal einen Farbunterschied sehen kann, weil ich glaube, die Kamera kriegt das nicht so wirklich mit dem Chip hin. Mit dem Farbsensor. Aber so sieht es gut aus. Ja. Kann man den Unterschied sehen. Also zwischen pink und lila ein deutlicher Unterschied. So, dann wollen wir euch die mal aufs Papier bringen. Wir machen einen kleinen Strich immer dazu. Und Janne, weiß nicht, willst du dazu was schreiben noch, oder? Nö. Mach ruhig zur Seite, dann können wir das. Machen wir hier in die Reihenfolge. Okay. So, wir fangen dann mit dem Neonrot an. Ne? Ich schüttel vorher nochmal. Willst du dazu mal was schreiben? Nee. Nee, du machst einfach nur den Strich. Mhm. Okay. So, ich bin heute wieder der Vorbereiter. Das wird wahrscheinlich heute wieder... chaotisch. So wie immer. Oder zu spät und zu langsam. Bitteschön. Ich achte immer drauf, dass das schön weit nur vorne ist, damit du nicht eben Matsch fassen musst. So. Und du... einfach halbe Wattestäbchen eingesifft. Danke. So, das war jetzt Neonrot. Und passend dazu machen wir jetzt auch noch das Orange. Bitteschön. Kriegst du nicht gegriffen? Du kannst dir ruhig die Finger schmutzig machen. Die sind schon schmutzig von gestern, von der Schule. Also Rot und Orange deutlich sichtbar. Upsi. Ach Mann, jetzt hast du dir den Schreibtisch eingesaut. So, als nächstes machen wir gelb.
Hast du geschüttelt? Schüttel du mal. Ich muss mir mal meine Hand abwischen, sonst schmier ich hier gleich rum. So, jetzt kommt Gelb. Nur das kriegst du nicht, eigentlich jetzt abgleich. Das musst du nachher machen. Nee, es war nur nass und noch. Nur ein bisschen einwischen, sagst du? Ja, nur so reicht ja. Du musst es ja nicht bis zum Grund des Glases schieben. Gelb finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das sieht richtig aus wie ein Textmarker. Dafür sind die Gläschen ja voll. So, jetzt kommt Grün. Willst du selber eintippen? Okay. Also schöne, satte Farben. Ich glaube, es liegt auch stark an den Pigmenten, dass sie so richtig schön farblich reinknallen. Und wir machen die Popler hier, die Ohrpopler machen wir richtig schön saftig. Damit die Farbe auch schön aufs Papier kommt. So, letzte Farbe. Das war jetzt gerade Violett. Und jetzt hat Janne das Pink. Sieht aus wie ein schöner Neon-Flamingo. Und dann hat das Fass ab, ich halte das so blöd. Ich hab's. Und da seht ihr den Farbunterschied. Ich finde ja das Pink am besten. Pink und Violett, den Farbunterschied kann man jetzt gut erkennen. Ich nehme es mal, zeig's mal ein bisschen in die Kamera. Dann könnt ihr hier jetzt nochmal die einzelnen Farben sehen. Das hier oben ist das Rote. Das ist das zweite, das Orange, das Gelbe. Das Grün. Neongrün, Neonviolett und Neonpink. Die ersten drei, musst du dazu sagen, waren auch Neon. Ach so, ja, alles natürlich Neon. Genau. So. Jetzt kommt da drunter die Textmarker Swatch. Genau. Wir haben ja gesagt, wir brauchen einen Textmarker nochmal. Wir haben so vier Farben da, die eigentlich allgemein im Umlauf sind. Die wollen wir euch mal dazu machen. Nee, nicht ganz so hoch. Na, aber. Ich dachte, du wolltest das da drunter machen. Als Vergleich. Ich mach's hier drunter. Okay, na dann mach's. Weil da ist zwischendurch so wenig Platz. Es sieht auch aus wie Pink. Also genau, Rot, Orange. Das ist unser Vertreter für Rot und Orange. Huch. Gelb. Unser Vertreter für Gelb. Na, das ist jetzt ein bisschen heller als das von Octopus. Grün. Das Grün ist auch ein bisschen also heller. Also die Octopus sind sehr viel knalliger. Sind farbintensiver. Aber ich finde, die Textmarke sind auch so ein bisschen pastellig. Und Pink. Also ihr seht, die Farben sind ganz, ganz dicht dran. Wobei ich die Oktopus-Tinten viel intensiver von der Farbe finde. Ja, sind sie auch. Und jetzt hatten wir ja hier noch ein Blatt. Da wollte ich Janne und euch noch was zeigen, was ich so bei Instagram mal gesehen habe. Und zwar kann man Textmarker mit Zitrone wegmachen. Ich bin aber der Meinung, es geht nicht mit allen Textmarkern. Machen noch mal alle untereinander. Du kannst ja schon mal die Zitrone vorbereiten. Die ist vorbereitet. Ach so, willst du es drauf tropfen? Ja. Oder mit einem Q-Tip. Ja. Ne, wir haben hier ein Stück Zitrone abgeschnitten, also frisch. Und jetzt nicht, dass wir hier, nicht, dass ihr denkt, wir schummeln hier. Das ist wirklich. Ist gar nicht scharf, Papa. Ja, ja. So, Zitrone, Q-Tip rein. Janne, Walte deines Amtes. Und jetzt seid ihr bereit für die Magic. Warte, ich zoome noch rein. Ich zoome noch rein. Zack. Rein mit dir. So. Du hast daneben getippt. Ich habe daneben getippt, so. Tada! Also geht nur der Gelbe weg. Also wir können euch Gelb weglöschen mit Zitrone. Jetzt macht das mal drüben bei den Pigmenttinten. Ob das bei Gelb auch funktioniert. Da funktioniert das nicht. Und ihr seht, es ist noch nass und alles, also der Q-Tip. Also da funktioniert es nicht. Und da funktioniert es wieder. Genau. Sehr schön. So, wieder zurück. Bleib mal bei dem Blatt hier bitte. Und dann hole ich dir jetzt nochmal frische Tinte. Und zwar nehmen wir
das Schwarz von Octopus, die Write and Draw Tinte. Write and Draw. Das ist so ein Dinglisch, was ich immer sage, wenn ich es schnell ausspreche. Mhm. Wir wollen euch mal den Praxistest nachstellen. Wir nehmen jetzt auch stellvertretend dafür mal Pigmenttinte. Weil ich glaube auch nicht, dass die Textmarker-Tinte von Octopus auf frischer, normaler Tinte so performt. Aber also es wird verwischen auf jeden Fall mit der normalen Tinte. Deswegen nehme ich jetzt mal diese, oder Janne, habe ich jetzt die Pigmenttinte gegeben. Die schwarze, Black Elephant. Und das ist ja quasi Alltag. Ihr schreibt jetzt was mit Tinte und wollt euch diesen Text dann vielleicht noch markern. Also ich kenne das so, dass man den Text markert. Einige markern wahrscheinlich bei euch auch wie so ein Unterstrich. Mein W hat irgendwie einen Bogen zu viel. Aber reicht ja für einen Test, reicht das ja. So, mal fix rein. Du hast irgendwo hingeschrieben, wo man es nicht sieht. Ah, top. So, hier, jetzt seht ihr es. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Also vielleicht Unterstrich markern und so weiter. Das ist jetzt Alltagstest. Ihr habt was geschrieben. Wir haben jetzt die Pigmenttinte genommen von Octopus. Eigentlich sollte die ja auch wasserfest, wischfest und so weiter sein, lichtbeständig. Janne kann mit dem Finger schon rüber. Aber was macht der Textmarker? Wir machen jetzt nicht alles, weil wir haben ja noch mehr zum Testen. Ne? Ja. Der Textmarker nimmt ein bisschen das Schwarz auf und verwischt. Dann haben wir jetzt exemplarisch, haben wir jetzt noch hier... In dem Caveco Sport haben wir hier Salzkreuznach Neontinte eingefüllt, sag ich mal, mit einer drinnen. Patrone. Und zwar, das geht schon besser, ne? Verwischt nicht so doll wie die andere auf jeden Fall, also wie der Textmarker. Das ist hier diese Tinte, die ich drin habe, Salzkreuznach Highlighter Ink. Das sind Patronen, die habe ich mir gekauft. Als Salzkreuz noch den Abverkauf gemacht hat. Und jetzt haben wir in dem anderen Füller, im Online Vision, haben wir die neongelbe Tinte abgefüllt in einen Konverter. Genau. Die von Octopus. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Pigmenttinte auf Pigmenttinte. Wie ich diesen Füller hasse. Nein, den hast du nicht. Nur die Feder vorne, die ist so breit. Ja. So, und das ist jetzt frisch geschriebene Tinte. Und ihr seht, mit frisch geschriebener Tinte, also wisch- und wasserfest, funktioniert das direkt im Anschluss an dem Schreiben nicht so. Also es wird alles mitgenommen. Wobei ich sagen muss, dass das Ergebnis mit der Salzkreuznach-Tinte und mit der Octopus-Neon-Tinte das Beste war. Textmarker war jetzt hier komplett daneben. So. Ich habe aber noch was vorbereitet. Wir haben euch ja mal die Neon-Tinten, die Octopus Write and Draw Tinten vorgestellt in einem Video. Das Blatt habe ich noch mal rausgesucht. Das heißt, diese Tinte ist jetzt schon getrocknet über mehrere Monate. Jetzt macht den Test noch mal, Janne. Sucht irgendeine Farbe aus, ist am besten was am besten Kontrast hat. Rot. Ja. Textmarker funktioniert. Tinte ist eingezogen, funktioniert. Also im Alltag gleich direkt danach markern ist schwierig. Wenn es eingezogen ist, dann funktioniert es besser. Das ist jetzt die Octopus-Tinte. Octopus Neongelb. Funktioniert auch, verwischt nicht. Aber was ich an den Octopus-Tinten nicht so gern mag, ist, dass die das so, das Geschriebene so doll übermalen. Also das ist Pigment halt, ne? Ja. Da sind die Pigmente drauf. Die legen sich auf die Untergrundtinte. Genau. Das hast du beim Textmarker halt nicht. Weniger, weil er ja nur... Ja, wie macht er das? Drumherum geht ja schlecht. Aber er deckt nicht so stark ab, halt, ne? Weil es kein Pigment ist, was drin ist. Das dürfte jetzt das gleiche Ergebnis sein wie bei dem Textmarker hier mit dem Salzkreuznach-Highlighter. Ja. Also wenn die Tinte eingezogen aber ist... Die werden ja aber auch nicht als Textmarker-Tinte beworben, oder? Das die sind Textmarker-Tinten. Die Octopus-Tinten? Ja. Achso, okay. Textmarker-Tinten. Also frisch geschrieben, am besten unterstreichen oder am Satz oder am Wortanfang und am Wortende so ein bisschen Striche machen oder so. Wenn es getrocknete Tinte ist, die jetzt schon
wenn ihr nach Hause gegangen seid nach Vorlesung, nach dem Unterricht oder was und ihr fasst nochmal was zusammen oder wolltet nochmal eure wichtigen Punkte markieren, ist das jetzt hier quasi die Variante, die wir euch empfehlen können. Und ihr kriegt ja manchmal auch Blätter mit nach Hause, Handouts oder was auch immer. Und dann bekommt ihr manchmal was aus dem Tintenstrahldrucker. Probier es mal aus, Janne. Also ich habe die Erfahrung, Tintenstrahldrucker und Textmarker holt sich die Tinte aus dem Blatt wieder raus. Das ist jetzt Octopus. Jetzt. Funktioniert? Oder verwischt er den Tintenstrahl? Verwischt. Verwischt. Das habe ich vorhin gerade gedruckt. Also ist noch frisch aufgedrückt, noch nicht wirklich stark eingezogen. Was machst du als Kreuz noch? Das gleiche, aber nicht ganz so doll, ne? Mhm. Und Textmarke? Aber mit dem anderen Füller, also mit dem Online-Füller, habe ich auch mehr drauf gekratzt, glaube ich. Ein Härtetest. Ja. So sieht's jetzt aus. Tintenstrahldrucker. Ganz links Octopus, in der Mitte das gleich. Hat Janne mit Salzkreuznach Highlighter Ink gemacht und deine Lieblingsfarbe ist mit Textmarker. Du siehst, ich habe mit Tinte hier drauf geschrieben. Mach mal da bitte mit dem Textmarker. Was? Minimal. Okay. Naja. Jetzt muss ich mal hier. Warum schreibt denn der nicht? Ich muss nochmal. Ne, der schreibt schon, du musst nur ein bisschen länger. Ein bisschen Tinte nach vorne drücken hier. Das ist doch so. Ganz gleich. Ja, okay. Ne, frisch geschrieben ist nicht. Nicht empfehlenswert. Nicht empfehlenswert, so. Dann haben die modernen Schulen oder was auch immer auch Laserdrucker. Da habe ich hier noch Laser. Druck für euch rausgesucht. Mach mal da jetzt den Test, Janne. Wir fangen mit Salzkreuznach an. Da hatten wir keinen. Doch. Hier oben. Was hatten wir da oben? Salzkreuznach. Bei dem unten hatten wir das nicht, bei dem anderen Blatt. Ach so, ja. Das meinte ich. Hier verwischt Salzkreuznach schon mal nicht, aber das hat sowieso noch nirgendwo, glaube ich, verwischt, oder? Nicht so wirklich, hm? Ich hätte vielleicht in der gleichen Reihenfolge machen sollen, ne? Hättest du vielleicht. Hm. Okay, reicht schon. Laserdrucker funktioniert super. Und jetzt der Textmarker verwischt ist, das wär's ja. Auch nicht. Also Laserdrucker funktioniert. Wobei jetzt hier auch die schönen Unterschiede zu sehen sind. Links war Salzkreuznach, in der Mitte war Octopus und rechts ist jetzt der Textmarker. Jo. Farbe ist super. Wie gesagt, auf frisch geschriebenen schwierig. Eher dann unterstreichen oder an den Seiten markieren. Tintenstrahldrucker funktioniert, naja, so lala. Aber es funktioniert. Wahrscheinlich besser dann, wenn das Papier schon länger bedruckt war. Laserdrucker funktioniert ausgezeichnet mit allen drei Versionen. Und auch auf der geschriebenen Seite, die wir schon lange liegen hatten von Octopus mit den Write and Draw Tinten, hat auch super funktioniert. Kein Verwischen, nix. War richtig schön. Jo. Da hat Octopus mal schön was rausgehauen für euch. Hier. Schöne Neontinten für die Schule, fürs Studium, für euch. Ich glaube, ein so ein großes Glas kostet 12 Euro, 13 sind Euro das ungefähr. Die großen Gläser? Das sind die großen Gläser, die haben 30 Milliliter. Die gibt es auch noch in klein mit 10 Milliliter. Die kosten dann 8 Euro, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall verlinke ich die euch in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann über den Link auch gerne kaufen. Das ist ein Affiliate-Link. Da bezahlt ihr den gleichen Preis und ihr unterstützt damit den Kanal. Also am Preis für euch ändert sich nichts. Aber wir bekommen ein kleines Stückchen, einen Krumen vom Kuchen ab und ihr unterstützt uns damit mit unserer
YouTube-Arbeit. So, das soll es für uns gewesen sein. Drückt uns. Wir drücken euch. Wir drücken uns jetzt auch. Bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.